Acts, Apostelgeschichte, Abschluss heute. Wir machen nachher die Abschlussprüfung dazu, also gucken, ob ihr die letzten Wochen gut aufgepasst habt. Nein, aber wir haben heute den letzten Teil zur Apostelgeschichte und wir wollen uns das Ende anschauen. Das Ende der Apostelgeschichte und wir wollen uns diese Frage stellen, ist es das Ende oder ist es eher ein to be continued, eine Fortsetzung folgt. Und ich sage euch bei dieser Frage, also ist es the end oder to be continued, bin ich so froh, dass wir in der Zeit von Netflix und Co. leben. Weil ich habe immer gedacht, ich werde meinem Sohn mal erzählen, dass ich noch Kassetten gehört habe. Also dass ich Kassetten und dieses Ärger dann, wenn es sie verspult hat und so. Ich habe gedacht, sowas werde ich mal meinem Sohn erzählen. Und der denkt so, oh, Papa, wirklich? Heute hat man doch so und sowas. Keine Ahnung, was man bis dahin hat. Aber ich hatte nie gedacht, also als ich ein bisschen jünger war, dass ich meinem Sohn mal erzählen muss, wie wir damals Fernsehen geguckt haben. Also damals noch, als man noch Sat.1 und Vox geguckt hat, ich weiß, manche machen das immer noch, habe ich gehört, aber ich habe dann immer gerne so Krimiserien geguckt, so amerikanische Krimiserien, Navy CIS oder Criminal Minds oder wie die alle hießen, und normalerweise waren das immer in sich geschlossene Folgen, aber manchmal, gerade so gegen Serienende, kam dieser Bildschirm. Und du saßt vor deinem Fernseher und mich hat das immer total genervt und gestresst, weil was musstest du machen? Du musstest erstmal die Fernsehzeitung suchen, Fernsehzeitung aufschlagen, gucken, wann kommt die nächste Folge, um nicht zu verpassen, wie diese Geschichte zu Ende geht. Und wenn du es verpasst hast, dann hast du es auch wirklich verpasst gehabt. Also dann könntest du hoffen, dass irgendwie ein paar Jahre später wieder ausgestrahlt wird oder und diese Serie nicht irgendwie aufs Abstellgleis gefahren wird. Oder genau. Und was du noch hoffen musstest, dass deine Geschwister oder deine Eltern nicht zeitgleich irgendwas anderes schauen wollten. Ja, das war die Zeiten des Fernsehens. Und sowas muss ich mal meinem Kind beibringen, dass es nicht immer alles auf Demand ist, nicht immer alles auf Abruf ist. Aber ich bin, ja, also natürlich hat auch dieses auf Abruf alles zu haben seine Tücken. Aber ich bin schon ganz schön froh, dass es solche Sachen nicht mehr so oft gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe tatsächlich selten noch mein Free-TV an. Und wir wollen heute gucken, wie es in der Apostelgeschichte aussieht. Ist es ein The End oder ist es ein Fortsetzung folgt? Und dazu möchte ich mit euch ein paar Fäden von den letzten Wochen aufgreifen und versuchen zu bündeln. Ein paar Fäden von denen, was wir einfach von der Apostelgeschichte alles gehört haben in den letzten Wochen. Wir haben uns fünf verschiedene Predigten dazu oder Predigtthemen dazu ausgedacht und Predigten dazu gehört. Und ganz am Anfang haben wir davon gehört, dass Jesus seinen Jüngern noch einen Auftrag gegeben hat. Und darum soll es in dieser Apostelgeschichte gehen. Und jetzt können wir mal Bilanz ziehen, also später machen wir das. Wie haben diese Jünger diesen Auftrag wirklich erledigt? Wie weit sind sie gekommen? Was haben sie geschafft, diesen Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu bringen? Und dann haben wir davon gehört, dass dass das Evangelium nicht nur an die Juden gerichtet ist, sondern dass auch die Heiden von diesem Evangelium hören sollen. Wir haben dann von der Missionsstrategie von Paulus gehört, dass er über die großen Städte erstmal versucht, dort Gemeinden zu gründen, die dann wieder weiterziehen, auch auf die ländlichen Gegenden. Wir haben gehört, dass Paulus seine zweite Missionsstrategie war, immer zuerst zu den Juden zu gehen, in die Synagogen, dort zu predigen, schauen, wen er da einsammeln kann. Das sind Fäden, die wir alle heute aufnehmen wollen. Und ein weiterer noch, wir haben auch gesehen, wie die Heilsgeschichte Gottes nun weitergeschrieben wird. Weitergeschrieben wird von den Gemeinden, die sich der Ausbreitung des Evangeliums und des Reiches Gottes verschrieben haben. Und diese Fäden wollen wir heute versuchen mal zusammenzuführen, zu bündeln, weil Lukas sie am Ende seiner Apostelgeschichte nochmal alle aufgegriffen hat. Und dazu gehen wir in die letzte Geschichte rein, die uns Lukas in der Apostelgeschichte erzählt und schreibt.
Und dazu kurzes Background-Wissen, weil seit letztem Sonntag in Ephesus ist einiges passiert. Und dazu wollte ich einfach, damit ihr auf dem gleichen Stand seid wie ich, gebe ich euch so von Kapitel 23 ein paar Kapitel einen kurzen Breakdown. Paulus hat für viel Furore gesorgt. Wir haben es schon mitgekriegt, er war in vielen Städten, hat Gemeinde gegründet und immer wieder gab es Unmut und immer wieder gab es Stress. Und so ging es weiter. Also er hat in Kleinasien, in Judäa Menschen davon überzeugt, Christen zu werden. Und das hat natürlich den jüdischen Machthabern nicht gefallen. Und sie haben in Jerusalem, als er dort war, einen riesen Aufstand angezettelt. Und tausende von Leute haben sich auf Paulus gestürzt und wollten ihn tot prügeln. Und die Römer bekommen das mit, das, was da passiert, und sie streiten ein und retten Paulus aus den Klauen dieser Juden. Und sie fragen sich, was ist denn passiert, dass dieser Mann so gehasst wird? Und sie versuchen es über verschiedene Gespräche vor dem Hohen Rat und zu klären, was die Juden gegen diesen Paulus haben. Und sie können einfach nichts finden, woran Paulus schuldig geworden ist. Und Paulus beruft sich dann nachdem er auch noch befragt werden soll, ausgepeitscht werden soll, beruft er sich darauf, dass auch er ein Bürger des Römischen Reiches ist und die Rechte eines römischen Römers genießen darf und deswegen ein solcher Umgang mit ihm nicht gestattet ist. Und dann geht es darum, was machen wir mit diesem Paulus? Die Juden wollen ihn tot sehen, wir können nichts finden, warum wir ihn umbringen lassen sollen. Lassen wir Rom darüber entscheiden, was mit diesem Mann passieren soll. Und da befinden wir uns. Paulus ist auf, also genau, über langen Weg, über Seenot und alles drum und dran, kommt er dann in Rom an. Und die Kapitel, die ich euch gerade zusammengefasst habe, zeigen, wie Paulus in Ketten und Bedrängnis im Angesicht des Todes und Gefangenschaft treu das Evangelium predigt. Also wer das mal nachlesen will, das ist echt der Wahnsinn. Keine Möglichkeit lässt er aus, um Zeugnis von dem zu geben, was Gott in seinem Leben gemacht hat, auch wenn sein Leben davon da auf dem Spiel steht. Und es ist wirklich so, wie er in vielen seinen Briefen auch schreibt, dass er sich selbst zum Sklaven und zum Diener des Evangeliums gemacht hat. Und er würde sein Leben dafür geben, dass Menschen von dieser frohen Botschaft hören dürfen. Und hier gehen wir rein und schauen uns die letzten Verse der Apostelgeschichte an. Paulus ist als Gefangener in Rom. Er ist angekommen, er wurde von den Gemeinden begrüßt und die kamen ihm entgegen und haben ihn dort begrüßt. Und er durfte sich eine Wohnung nehmen, in der er Besuch empfangen durfte. Und da lesen wir, bin ich schon zu weit? Nee, hier. Achso, das waren die Fäden, die wir aufnehmen wollen, die kommen nachher nochmal. Genau. Kommt ein bisschen Text, also es sind ein paar Verse. Guckt, ob ihr mitlesen wollt, nur zuhören wollt. Guckt, ob ihr dabei bleiben könnt. In Rom erlaubte man Paulus, eine eigene Wohnung zu nehmen, in der er von einem Soldaten bewacht wurde. 3 Tage nach seiner Ankunft lud er die führenden Männer der jüdischen Gemeinde zu sich ein. Als sich alle versammelt hatten, sagte er: Liebe Brüder, ich habe nichts gegen unser Volk und nichts gegen die Überlieferung unseres Vorfahren getan. Trotzdem hat man mich in Jerusalem gefangen genommen und an die Römer ausgeliefert. Sie haben mich verhört und weil sie nichts fanden, was die Todesstrafe gerechtfertigt hätte, wollten sie mich freilassen. Aber die Juden waren dagegen. Nur deshalb musste ich mich auf den Kaiser berufen. Nicht etwa, weil ich die Absicht habe, mein Volk in irgendeiner Weise anzuklagen. Um euch das zu sagen, habe ich euch hergebeten, denn ich trage diese Ketten, weil ich an den Retter glaube, auf den ganz Israel hofft. Darauf sagten die Juden zu Paulus: Wir haben bisher aus Judäa keinen Brief oder Nachrichten über dich erhalten. Und es ist auch niemand von dort hierher gekommen, der uns offiziell oder im privaten Gespräch etwas Nachteiliges über dich berichtet hätte. Wir würden aber gern erfahren, welche Ansichten du vertrittst, denn wir wissen von diesem Glaubensrichtung oder von dieser Sekte, dass sie sehr umstritten ist. Als dieser ganze Tumult anfängt in Jerusalem, da hat
Paulus nochmal so eine Eingebung von Gott. Gott spricht dann nochmal zu ihm und sagt in Apostelgeschichte 23, Vers 11, nur Mut. Denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Und hier war er nun, in der Hauptstadt der Welt. Von hier aus wurde die, zumindest die damals bekannte Welt, gelenkt und gesteuert, geleitet. Der Sitz des Kaisers, das politische Machtzentrum war dort. Von hier aus wurden alle Strippen gezogen. Und Paulus kam dort an und hat keine Zeit verloren, sich mit den Obersten der Juden zu treffen. Und wenn wir diese Verheißung von Gott hören, wenn er sagt, nur Mut, du wirst genauso wie du hier Zeuge warst für mich, auch in Rom Zeuge sein, dann würden wir erwarten, dass er so, wie Eberhard es gesagt hat, dass er immer erst den Juden ist und ihnen das Evangelium gebracht hat und geprägt hat, keine Zeit verlieren, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Aber die erste Rede, die Paulus ihnen hält, ist eine Verteidigungsrede. Er kriegt es irgendwie mit der Angst zu tun. Oder ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, aber er sagt, ich komme in Frieden. Ihr braucht keine Angst vor mir haben. Ich habe dieses Recht nicht in Anspruch genommen, um die Juden zu verklagen, sondern ich habe keinen anderen Ausweg gefunden, weil mir Unrecht getan wurde. Ich habe so gedacht, ist es so Paulus seine menschliche Seite, wo ich so sage, hey, genauso wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Ich würde wahrscheinlich die Verheißung, die Gott mir da gegeben hat, vor ein paar Wochen oder Monaten, das ist wahrscheinlich eine ganze schöne Zeit ins Land gezogen, würde ich sie an ihr festhalten? Oder würde ich auch erstmal menschlich denken und sagen, hier, ich bin in Frieden da, guckt mal, dass ihr vielleicht in meiner Gerichtsverhandlung, die vor mir steht, gnädig für mich aussagt. Und deswegen fand ich es so cool, dass die Juden die sind, die sagen, wir wissen nichts Böses über dich, aber erzähl uns doch mal, was dieser christliche Glaube zu sagen hat, was diese Sekte so glaubt. Und das ist in verschiedener Hinsicht komisch, weil es ist sehr unwahrscheinlich, obwohl es damals noch kein Insta und kein WhatsApp gab, dass die römischen Juden dort nichts von Paulus gehört hatten. Die, also auch für die damaligen Welt, die Juden waren gut vernetzt. Die wussten voneinander und die wussten sicherlich auch von Paulus, was er in der ganzen Welt getan hat. Wo er Gemeinden gegründet hat, wo er in Synagogen gegangen ist, wo er natürlich auch Zwietracht gesät hat zwischen den Juden. Und sie waren sicherlich informiert darüber. Deswegen, warum sagen sie, oder vielleicht waren sie auch nicht informiert, aber zumindest sagen sie, wir wissen nichts von, wir haben keine Anklage gegen dich vorhalten. Es gibt, also ich habe mir mal so drei, es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber die habe ich nicht alle mitgebracht. Drei Sachen, die für mich plausibel wären. Die Juden vor Ort, die planen schon wieder die nächsten Intrigen. Sie haben gehört davon, sie lügen Paulus hier ins Gesicht und planen schon die nächsten Intrigen, die dann später zu Paulus seiner Hinrichtung führen werden. Oder vielleicht tatsächlich auf eine wundersame Art und Weise sind alle Briefe und Boten aus Galiläa und Judäa irgendwie verschollen gegangen und diese Botschaft von Paulus, der diese Christen erst verfolgt hat und dann alle für die Christen gewinnt, ist irgendwie, die Botschaft ist verschollen gegangen und sie wissen tatsächlich, haben keine Ahnung, wer dieser Mann ist und haben auch keine Ahnung von diesem christlichen Glauben. Oder die dritte Möglichkeit, fände ich am charmantesten, aber weiß ich nicht, dass sie vielleicht einfach sagen, ja, wir haben viel gehört, sagen jetzt ihm, wir haben nichts gehört, um einfach sich selbst ein Bild machen zu können von diesem Paulus und von diesem Glauben. Auf jeden Fall bekommt Paulus von ihnen die Chance, zu ihnen zu sprechen. Sie sagen, hey, erzähl uns mehr von diesem Glauben. Wir wollen davon hören, was im ganzen Judentum eigentlich gerade davor geht und was mit dieser Sekte auf sich hat. Und da lesen wir weiter. Jetzt kommt nochmal ein Leseblock und dann sind wir mit Lesen fertig. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten von frühen Morgen bis zum Abend. Einige ließen sich auch überzeugen, andere aber wollten nichts davon wissen. Zerstritten und uneinig verließen sie Paulus. Der Heilige Geist hatte recht, sagte er noch zu ihnen.
als er euren Vorfahren durch den Propheten Jesaja verkünden ließ: Geh zu diesem Volk und sprich: Ihr werdet hören und doch nicht verstehen. Ihr werdet sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Ihr sollt also wissen, fügte Paulus hinzu, diese Rettung, die Gott schenkt, wird jetzt anderen Völkern gebracht und sie werden sie annehmen. Paulus blieb 2 Jahre in seiner Mietswohnung. Jeder durfte zu ihm kommen und niemand hinderte ihn daran, in aller Offenheit über Gottes Reich und über den Herrn Jesus Christus zu predigen und zu lehren. The End. Das ist die letzte Geschichte, die uns Lukas in der Apostelgeschichte erzählt. So endet das zweite Werk von Lukas. Und was will Lukas hier seinen Lesern am Ende nochmal mitgeben? Was will er vielleicht auch uns heute nochmal mitgeben? Und da habe ich gesagt, wir wollen heute nochmal diese Fäden aufsammeln. Die Fäden der letzten Woche. Für ihn ist hier etwas erreicht, worauf die Jünger lange hingearbeitet hatten. Das Evangelium hat die Enden der Erde erreicht. Es ist in Rom angekommen. Rom war zwar nicht das Ende der Welt, aber von Rom aus kam ein Gedanke, kam ein Glaube bis an die Enden der Welt. Alle Welt kam nach Rom und von Rom ging es in alle Welt hinaus. Der letzte wichtige Schritt für die Ausbreitung der frohen Botschaft des Reiches Gottes über alle Welt ist hiermit getan für Lukas. So zumindest das Verständnis von ihm. Er endet bewusst hier mit der Ankunft des Evangeliums in Rom und spannt somit den Bogen zu dem Anfang, wie er seine Apostelgeschichte angefangen hat. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie seine Jünger sein werden und Zeugen sein werden bis an das Ende der Welt. Lukas sagt hier, es ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist geschafft. Der letzte strategische Schritt ist gegangen. Das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, ist in Rom angekommen und jetzt kann es nicht mehr gestoppt werden. Und bis an die Enden der Welt wird von Lukas, glaube ich, viel entspannter gesehen als in vielen christlichen Kreisen oder wie wir es manchmal verstehen, wo bis in letzten Ecken des Urwaldes Missionare kommen müssen. Auch das ist eine wichtige Sache, denn Gottes Liebe treibt uns einfach zu allen Menschen. Aber für Lukas ist, ich glaube, der sieht es einfach ein bisschen entspannter. Er weiß, egal wie weit diese Welt ist, jetzt ist die Botschaft da, dass sie bis in alle Welt gehen kann. Von Rom aus bis an die Enden der Erde. Und ich finde, also da steckt auch irgendwie ein guter Gedanke für uns als Menschen in Deutschland 2019 drin. Und das ist längst nicht mehr so, dass man in alle Welt muss, um alle Welt zu erreichen. Denn die Welt ist längst zu uns gekommen. Menschen aus allen Herren Ländern, Länder, in denen Christen verfolgt werden für das, dass sie an Jesus glauben, wo Christen ihr Leben riskieren, wenn sie sich zu diesem Jesus bekennen, sind zu uns gekommen. Und die meisten von ihnen lernen sogar noch irgendwie Deutsch, dass wir nicht mal irgendwie Arabisch oder irgendwelche anderen Sprachen lernen müssen, um mit ihnen das Evangelium zu teilen. Alle Welt war damals in Rom. Haben wir nicht auch alle Welt bereits eigentlich hier bei uns in Deutschland? Wäre ein multikulturelles Land wie Deutschland nicht auch ein strategisch schlauer Ort, um diese Mission fortzufahren?
so wie die Jünger gedacht haben, wie gehen wir strategisch vor, um diese Botschaft vorzubringen, wäre Deutschland als multikulturelles Land nicht auch ein strategisch schlauer Ort dafür? Und ich glaube nicht, dass Lukas gemeint hat, dass der Missionsauftrag bereits erfüllt ist. Auch wenn das Evangelium jetzt bis an die Enden der Welt gekommen ist oder kommen wird, aber er zeigt, wie erfolgreich die Jünger mit ihrer Strategie waren. Wie erfolgreich die Jünger die Mission von Jesus durchgeführt haben. Dass die Mission Gottes weitergeht, ist für ihn aber keine Frage. Auch wenn sich die Art und Weise etwas ändern wird. Denn eine zweite Sache zeigt uns Lukas hier ganz deutlich. Denn repräsentativ für das, was Paulus auf all seinen Missionsreisen in allen Städten erlebt hatte, erlebt er auch nochmal in Rom. Als er noch einmal die Juden einlädt, um ihnen von dem Reich Gottes zu erzählen, von dem Messias, auf den sie gehofft haben, gewartet haben, und sich einige dafür entscheiden und einige dagegen entscheiden und nichts davon wissen wollen. Der Riss durch das Volk Israel ist hier vollendet. Alle Juden haben nun von Gottes gekommenen Reiches gehört, also alle Juden der damaligen Zeit. Und die, die hören und verstehen wollten, haben sich für Jesus entschieden und die, die hier als verstockt genannt werden, haben sich dagegen entschieden. Das Volk Israel hat seine Entscheidung getroffen. Und es war, wie Jesaja schon gesagt hat und Paulus hier auch sagt, ihr werdet hören und doch nicht verstehen, sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Israel hat nicht das Heil Gottes verspielt, sondern es hat seine Entscheidung hier getroffen. Und Lukas macht es hier ganz deutlich, dass Gott von nun an seine Heilsgeschichte nicht mehr nur mit dem Volk Israel fortsetzen wird, sondern mit der Gemeinde, die jetzt entstanden ist. Eine Gemeinde, die aus Judenchristen und Heidenchristen besteht. Und Paulus setzt da sogar noch einen drauf. Er sagt, die Rettung, die Gott schenkt, die Gott auch für euch hatte, wird jetzt anderen Völkern gebracht, wird anderen Völkern angeboten und sie werden sie annehmen. Sie werden anders darauf reagieren, als ihr es getan habt. Also wird hier nicht nur die Judenmission im Großen und Ganzen abgeschlossen, sondern auch der Weg gebahnt dahin, dass man sich voll und ganz der Heidenmission widmen konnte. Und tatsächlich war es auch der Wendepunkt auch für die urchristliche Mission, dass nun das Heil also an den Heiden angeboten wurde in einem ganz also viel größeren Maß wie damals. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich darf, dass es natürlich dieser Riss, der damals durch Israel ging und also damals die Entscheidung praktisch für das Volk, oder so wie Lukas es dasteht, die Entscheidung getroffen wurde, heute das Heilsangebot natürlich für Israel da ist, für Juden, genauso wie für Heiden. Aber für Lukas war es wichtig, hier diesen Abschluss der Judenmission einen Punkt zu setzen und sagen, jetzt gehen wir wirklich in alle Welt und schauen, dass wir uns auf die Heiden Christen oder auf Heiden eben fokussieren. Genau, und damit spannt Lukas noch einen viel weiteren Bogen bis in die ersten Kapitel des Alten Testaments. Denn die Einengung, die damals von Gott vorgenommen wurde, wo er sich ein Volk oder erstmal eine Person, Abraham, rausgesucht hat und daraus eben so ein Volk entstanden ist, wo er gesagt hat, durch dich will ich alle Völker segnen. Du sollst ein Segen sein für alle Völker, also ein Volk, was durch seine Hingabe ein Zeugnis sein sollte von Gottes Liebe.
diese Einigung, die damals vorgenommen wurde, hier wieder ausgeweitet wurde und gesagt wurde, dass das Heil Gottes und der Heilsweg Gottes ist, für das nicht, ist nicht mehr ein ethnisches Volk, sondern ein Volk von wahren Gottesnachfolgern. Paulus sagt es auch, oder ist es im Hebräerbrief, die im Herzen Beschnittenen. Genau, nicht mehr, also es wird nicht mehr äußerlich gesehen an der Beschneidung oder am Halten der Gesetze, sondern anhand der Hingabe zu Gott und dass man ihn an die erste Stelle des Lebens stellt. Durch Vergebung und Frieden, durch Liebe zueinander und durch Liebe zu den Feinden. Durch übernatürliche Werke, wie wir sie heute schon erleben durften, und durch Treue im Kleinen. Und wisst ihr, Lukas hätte auch noch ein, zwei Kapitel schreiben können über die weiteren Leiden von Paulus. Seine Gefangenschaft, es wird ja hier nur ganz kurz gebündelt, er durfte 2 Jahre dort wohnen, hat 2 Jahre gepredigt. Aber was ist mit Paulus später passiert? Also Lukas macht hier auch etwas, er rückt Paulus außerhalb des Zentrums dieser Geschichte und sagt, es geht nicht um Paulus. Er hätte noch weiterschreiben können, wie Paulus gestorben ist damals oder wie er genau den Märtyrer tot geschrieben hat. Aber das lässt Lukas voll aus. Er hätte auch noch von den Gemeinden schreiben können in Rom und wie die sich entwickelt haben. Aber er endet sein Werk mit diesem Doppelpunkt. Einiges ist abgeschlossen. Das Evangelium ist weit vorgedrungen. Die Juden haben sich entschieden. Aber es ist eben nur ein Doppelpunkt. Denn jetzt geht es los mit dem Willen Gottes. Nämlich alle Welt mit seiner Liebe zu erreichen. Die Mission Gottes geht weiter. Die Hoffnung Israels, wie Paulus selbst Jesus nennt, soll nicht die Hoffnung Israels bleiben, sondern soll zur Hoffnung der ganzen Welt werden. Die ganze Welt soll von diesem Gott hören, der aus Liebe zu den Menschen auf die Erde gekommen ist und sein Leben hingegeben hat. Der Gott, der unseren Schuldschein, den er gegen uns hatte, selbst bezahlt hat. Der Gott, der uns unsere Zwänge, der uns unsere Ängste, der unsere Fesseln herausholen will und uns in die Freiheit führen will. Der Gott, der Kranke heilt, der Zerbrochenes wieder zusammenführt, der Gott, der unser altes und krankes und kaputtes, von Sünde befallenes Herz austauschen will gegen ein neues, lebendiges Herz. Und deshalb ist es hier ein echtes The End. Ein paar Dinge gehen zu Ende, aber es ist auch ein echtes To be continued. To be continued bei der Gemeinde Gottes. To be continued von uns, to be continued vom Jesuszentrum Nürnberg, to be continued von dir ganz persönlich. Und das ist auch das Gefühl, was wir als Gemeindeleitung haben. Wir stehen auch vor so einem Doppelpunkt. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren. Wir haben Gottes Reich hier in Nürnberg gebaut. Wir durften Menschen in eine lebendige Beziehung zu Gott führen. Aber weder mit unserer Mission noch mit unseren Kräften sind wir am Ende. Wir glauben, dass Gott seine Mission mit uns fortfahren will. Hier in Nürnberg, aber auch in Bamberg und in Ingolstadt. Wir glauben, dass viele Menschen noch diese Botschaft hören müssen. Wir glauben, dass viele Menschen noch Gott kennenlernen müssen. Deshalb machen wir uns auf. Deshalb wollen wir nicht müde werden, Menschen von diesem Gott zu erzählen. Und Paulus und die anderen Apostel, wenn wir uns die Apostelgeschichte angucken und jetzt zum Schluss dieser Apostelgeschichte kommen, die haben wirklich viel dafür getan, dass unsere Vorfahren, die Germanen oder wer auch immer, und wir heute auch hier stehen können und diese frohe Botschaft hören dürfen. Sie haben ihr Leben dafür gegeben und sind bis an die Grenzen der Welt gegangen, um diese Botschaft an alle Menschen zu bekommen. Und ich finde, manchmal behalten wir diese frohe Botschaft zu oft für uns selbst. Wir lassen es uns wenig kosten oder wir sind einfach zu faul, darüber zu reden, was Gott uns bedeutet, was Gott einem ganz persönlich auch im Leben geschenkt hat. Ich glaube, dass das Beste, was unserer Welt passieren kann,
ist, dass Menschen diesen Gott kennenlernen und in ihrem Leben danach fragen, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Ich glaube auch, dass das Beste, was einer Stadt passieren kann, das ist, dass sie lebendige Gemeinden hat, voll mit Jesus-Nachfolgern, die Gottes Reich in dieser Stadt suchen und bauen. Und das ist auch der Grund, warum wir Gemeinde bauen. Das ist der Grund, warum wir nach Bamberg und Ingolstadt gehen. Nicht, weil wir glauben, dass es uns dort braucht, sondern weil wir glauben, dass es mehr von Gottes Reich dort braucht. Und da ich die Ehre hatte, diese Predigtserie zu beginnen und abzuschließen, habe ich gedacht, ich spanne auch einen Bogen über diese Predigtserie mit der zentralen Idee für die Woche. Ich habe vor 6-7 Wochen habe ich die zentrale Idee gehabt, Gottes Mission ist gestartet, werde ein Teil davon. Und heute stehen wir da und wissen, Gottes Mission ist noch nicht beendet. Sie geht weiter mit dir. Sie geht weiter mit mir, sie geht weiter mit uns als Gemeinde. Und das ist das Schöne bei Gott. Am Anfang sind wir Ziel seiner Mission und dann werden wir Teil seiner Mission. Und jeder von euch ist oder war Ziel von Gottes Mission und jeder von euch darf Teil dieser Mission werden. Ich möchte noch beten, dazu dürft ihr aufstehen. Herr, ich danke dir, dass deine Mission noch nicht zu Ende ist, dass du es auf dem Herzen hast, noch so viele Menschen deine frohe Botschaft zu bringen, sie kennenzulernen und vor allem, dass sie dich persönlich kennenlernen. Herr, und dafür wollen wir einstehen als Gemeinde, dafür wollen wir da sein, wir wollen dein Reich bauen, weil wir glauben, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als dass Menschen eine Begegnung mit dir haben und ihr Leben ja, mit dir führen wollen. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinde immer wieder zeigst, was die nächsten Schritte sind, um deine Mission weiterzubringen, um deine Mission an die Enden der Erde zu bringen. Und ich danke dir auch, dass du die Enden der Erde hierher gebracht hast und wir sie vor der Haustür haben. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst und Gelegenheit, die frohe Botschaft von dir zu verkünden. Danke, dass dein Kommen alles verändert hat. Danke, dass dein Kommen die Weltgeschichte umgekrempelt hat. Und dass wir heute hier stehen dürfen, dich anbeten dürfen, dich kennen dürfen. Herr, und segne du den Weg, den du mit uns als Gemeinde gehen willst. Und wir wollen uns bereit machen, ein Teil deiner Mission zu sein. Amen.